Heile Selassie. Schönen guten Tag. Ja, was wollte ich denn eigentlich jetzt? Das sind die dritten noch nicht veröffentlicht in fünf Minuten. Ich kann mich nicht entscheiden. Ja. Das ist ja eigentlich eher ein privates Tagebuch. Nun, ich sitze jetzt hier in irgendeiner Ecke. Wollte eigentlich raus aus diesem was Besonderes. Also eigentlich ist ja das Nachdenken über das Nachdenken, warum man nachdenken kann, das sollte man eigentlich mal so überdenken. Sollte man. Nein. Keine Selbstanalyse. Es ist kein Tagebuch. Es ist auch keine Rede. Es ist auch kein sonst was. Das ist einfach nur. Bin ich immer noch da? Existiere ich immer noch? Warum existiere ich? Und wenn. Wann? Ist der Anfang das Ende und das Ende der Anfang oder ist die Mitte dessen, man innehat? Uiuiui. Also, das dritte nicht veröffentlichte. Wir haben jetzt Mitte April, Ende April schon, 2017. Was für eine merkwürdige Jahreszahl. Wie viele Millionen Jahre ist die Erde alt oder Milliarden Jahre? Und dann hat man ja gerade mal so von da irgend so einen imaginären Tod von irgendeiner nicht beweisbaren Gestalt. Und da macht man eine Zeit, einen Zeitpunkt, einen Wendepunkt. Und dann sagen die alle 2017. Das sind nur 2000 Jahre. Das ist eine Lachnummer. Sind wir Bakterien? Weg vom Datum. Langweilig. Im Hintergrund schon sitzt der böse Hund und schnarcht vor sich hin oder schnauft, gerade ein bisschen gefressen. Und ich bin hier einfach eine Frechheit, ne? Ich habe gestern versucht, diese Kamera ans Internet anzuschließen, schwierig. Man kann sie als Überwachungskamera benutzen. Dann kann man mit dem Handy die bewegen und kann über das Internet Zugriff haben. Da muss sie aber immer an sein. Eine Überwachungskamera ist praktisch. Aber das sind jetzt 3 Minuten. Was habe ich eigentlich erzählt? Ich sollte mal so ein Ding mit mir rumtragen und das mal 10 Minuten Tralala aus dem Tralala-Leben. Aus den Gegebenheiten. Und dann auch mal schnell. Oh. Was ist denn da der Schatten? Die Kamera schattet mich. Für gegen das Licht. Oh, dieses Licht ist ja furchtbar. Du musst das mal alles mal überdenken. Diese Ad-Hoc-Geschichten haben ja irgendwas, aber ich kann mich nicht entscheiden. Ich lebe da irgendwo und versuche auf dieser Erde irgendwie eine Bodenhaftung hinzukriegen und das klappt auf dieser Erde nicht. Also, entweder muss ich die Erde wechseln oder ich sollte meinem Alter gerecht mich irgendwo mit einer Kette an so einem Grabstein auf dem Friedhof hinsetzen und warten, bis die Zeit vergeht. Herzstillstand, kein Gehirnschlag mehr und dann ist er tot. Aber was ist er denn gewesen? Ist er dieser Body-Subjekt? Krams oder ist er eigentlich gar nicht? Oder ist er eigentlich doch ganz viel? Also nichts plus nichts. Bleibt das nichts? Haben wir noch gerade noch mal 20 Sekunden. Ich muss schon mal den Ausknopf suchen. Das ist immer extrem schwierig. Ich habe den nie im Griff. Dann werde ich das mal abstellen und ich gucke mir die ja hinterher noch mal an, aber ich werde nicht schlau draus. Wieso und warum und was und der Grund. Naja, und tschüss.